Jo, willkommen zurück zu Star Wars und weiter geht's in meinem Raumschiff. Ich habe jetzt noch so ein paar Weltraumquests angenommen, die ich jetzt mal abknüppeln wollte. Und zwar geht's auch direkt los. Weil die sind mittlerweile schon gelb. Die waren anfangs mal rot, weil die so schwer waren. Und jetzt müsste es eigentlich klappen soweit. Ich weiß es nur nicht mehr, welche es waren, aber ich glaube. Was, diese? Bestimmt. Primärziel, Fähre in Sicherheit bringen. Moment, ich guck nochmal nach. Nicht, dass ich hier wieder was anfange. Zurück zur Galaxie, Schiff. Und zwar, doch, Escort habe ich drin. Und die anderen Dinge auch noch. Gut. Wer sich wundert, dass ich jetzt ein bisschen höherer Level bin, ich habe mal ein bisschen geändert. Oder, was heißt geändert? Ich ändere ein wenig was am LP. Ja, Teilnahme. Und zwar werde ich so neue Welten klar zeigen. Die Story-Mission von dem Soldaten werde ich auch alle aufnehmen. Oder auch mal Sachen mit der Gilde machen, ist auch kein Problem, verdammt. Und, aber ansonsten werde ich dann diese Standard-Quests, die werde ich dann alleine durchknüppeln. Ey, was ist denn hier los? Krieg ich gar nichts platt. Weil sonst ist das auch irgendwann langweilig, wenn man dann nur stundenlang durch selbe Questgebiet rast. Und wenn ich alleine zocke. Oh, da kommen welche. Bäm. Und wenn ich alleine zocke, dann geht es relativ schnell ohne Aufnahme. Deswegen lohnt es sich dann doch schon mal. Na gut, aber jetzt weiter hier in diesem Raum. Oh. Sind die fertig? Jetzt weiter hier in diesem Raumschlachtgedöns. Ich habe auch ein paar Raketen mit. Ich habe ein neues Schild vor meinem Schiff. Und ich glaube, das war es soweit. Oh. Tschüss. So, das waren die Geschütze von dem Schiff. Das sind nur die Fragen, wo ich hier noch 11. Ne, 11. Quatsch. Doch 11 Gleiter brauche ich noch. Vorsicht, wo wollen die hin? Ja, wo wollen sie denn hin? Und da kommen die nächsten von hinten. Noch 10. Gut, ich kann die Raketen, glaube ich, ein paar verballern jetzt. Ja, Ziel ausgeschaltet. Irgendwie nehme ich gar keinen Schaden. Aber stört mich gerade auch nicht. Klatsch. Und den auch noch. Kann man auch relativ gut hören, von welcher Seite die kommen. Weil das ist auch Headset-abhängig. Linke oder rechte Box. Klatsch. Und im Grunde ist das hier immer so ein kleiner, ja, ein kleines Minispiel nebenbei. Bisher hat das, glaube ich, so eine andere Bewandtnis nicht. Oh, da ist ja ein großes Schiff. Oh. Und noch zwei Jäger. Und wie lange geht die Mission noch? 1 Minute 20. Ich glaube, würde ich selbst schaffen, wenn ich jetzt hier nichts mehr drücke. Nette Manöver. So, das waren dann schon mal die Schiffe. Ich glaube, so eine Escort-Quest hier schon dreimal gemacht oder zweimal mittlerweile. Oh. Noch 48 Sekunden, da hinten ist das Ziel, da wo es grün ist. Und dann bringen wir gleich mal die Quest, ich glaube, von Jaxo. Diese optionale Urlaubsquest. Werde ich gleich mal machen, haben schon viele in den Kommentaren nachgeschrien. Und jede Menge Post habe ich gleich zum Öffnen. Ich glaube, wenn das hier so weitergeht, werde ich es erst im nächsten Part schaffen. Ich glaube, 6. Oh, da ist ja noch einer. Hör mal! Kommen die letzten 4 Raketen noch. Und das war's, glaube ich. Mehr kommen jetzt nicht mehr. Die trauen sich nicht mehr dran an den Schiff hier. An das Schiff. Wir scheinen in Sicherheit zu sein. Oh ja. Das ist schlecht. Wie, das ist schlecht. Sicherheit ist schlecht. So, die eine Mission haben wir jetzt. Ein paar Dinger vom Flottenkommando. Ich muss mal gucken, was es da überhaupt gibt als Belohnung. Und nochmal rein. Da optional ein bisschen Urlaub. Da habe ich die Quest noch. Ein neuer Spieler, genau. Auf Taris habe ich so einiges schon abgequestet, aus dem Grund, dass ich da mal in ein anderes Gebiet komme.
Aber wo sind denn... Oh, das war rot. Alter. Eine rote Quest. Ich gehe nochmal hier rein. Ach, guck mal. Was muss ich machen? Empfohlene Stufe der Schiffsausrüstung. Stufe 1 und höher. Primärziele. Spar dir deine Raketen für dieses Ziel auf. Großkampfschiff, Geschildgenerator neutralisieren und Großkampfschiff, Geschütze vernichten. Wichtig, diese Mission ist schwierig, wenn du nicht über Stufe 1 Ausrüstung oder höher verfügst. Ich glaube, das habe ich. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe mir letztens noch eine neue Hülle gekauft. Oh, das sieht aber mal geil aus. Und geht ganze 5 Minuten fast. Oh. Das ist aber ein bisschen Abwechslung jetzt. Schöner blauer Himmel. Wasserreicher Planet und ein paar Abfangjäger auf 12 Uhr. Klatsch. Okay, ich sollte mir die Raketen aufbewahren, haben die gesagt. Wir haben sie fast. Wir haben sie fast, genau. Wie viel 75 Geschütze soll ich platt machen? Ist klar. Und Abfangjäger. Achso, Abfangjäger und Geschütze. Ah. Wo sind die denn? Hier? Weiß es doch nicht. Jetzt kommt wieder alles auf einmal. Von allen Seiten kommen sie hier. Und, ist das ein Schildgenerator? Jawohl. Oh. Also hinten diese großen Dinger sind Schildgeneratoren. Drauf damit. Und Schiffe. Normalerweise müsste man ja vorhalten, aber irgendwie muss man das hier gar nicht machen. Oh. Ich sollte mich mehr drehen. Schiff sichern. Schiff sichern. Weiß gar nicht, was ich hier tue. Oh, da ist was kaputt gegangen. Und jetzt geht's hier weiter. Nochmal ein paar Gleiter platt machen. Oh, da kommt das Großkampfschiff. Oh nein, da hinten komme ich nicht dran mit meinen Raketen. Okay, da sind Schildgeneratoren wohl an. Das geht mir doch nicht auf den Sack hier. Ne, da komme ich nicht dran da hinten. Bin schon halb tot. Wer ist der Nächste? Komm, ich muss näher dran. Jawohl! Ach Mist, da war noch einer am Weg. Haben die schön abgeschirmt, die Säcke. Okay, den habe ich. Und den habe ich auch. Oh, oh, raketenhilfreich stand da. Und jetzt Geschütze des Zerstörers. Bam! Okay, jetzt nehme ich mir, glaube ich, den Zerstörer ein bisschen mehr vor. Es geht, glaube ich, drumherum. Das tat sicher weh. Das will ich doch hoffen. Und jetzt nochmal hier zwei Gleiter platt gemacht. Da sind sie. Geschütze! Geil! Noch zwei Stück. Aber ich glaube, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Gleiter, damit ich die Bonusabteilung auch noch bekomme und dann weiter auf die Geschütze. Wohl eins könnte ich ja noch im Platt machen. Nur noch 20 Gleiter. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Ich sollte mich trotzdem auf die Geschütze konzentrieren. Oh mein Gott! Ziel ausgeschaltet. Da sind sie. Und eins noch. Eins noch habe ich. Oh, ich habe noch Zeit, die Dinger platt zu machen, sehe ich gerade. Sehr fein. Ich glaube, die Zeit ist eine generelle Vorgabe für alle Missionen, die man da dran hat. Oh je. Demnach habe ich doch schon Schiffsausrüstung 1, wie ich es mir auch dachte. Los. Noch drei Stück. Das dürfte eigentlich kein Problem mehr sein. Und... Oh ja. Bis dann. Bäm, alle geschafft.
drehe ich mich nochmal 30 Sekunden. Und dann ist ja alles gut. Oh. Das ist doch wie ein Schildgenerator. Ich bin leicht am Qualm, aber nur leicht. 8 Sekunden, in der Zeit können wir ein bisschen was eintrinken. Reintrinken. Ich weiß gar nicht, ob auch noch so Gruppenmissionen kommen sollen, irgendwie in der Hinsicht. Wo man dann gemeinsam mit so einer ganzen Armada von Schiffen rumfliegt. Wäre vielleicht mal eine Abwechslung in hinsichtlich der Mission hier. Und noch eine. Ich glaube, zwei habe ich noch. Oh Mann. Jetzt geht los. Primärziel. Ne, habe ich doch gerade gemacht. Will ich verarschen? Ne, Taresa wollte ich gleich hin. Jetzt nochmal hier gucken, unbekannt. Ilum. Raumschiff Außenposten. Ah, ich muss nochmal nachgucken, wie die heißen. Das ist doch scheiße. Operation Sengendes Licht und Arach. Im Moment Archenaer Abfangmanöver. Sengendes Licht und Abfangmanöver. Hier schon mal gar nichts. Operation Sengendes Licht? Nein. Das ist, glaube ich, eine. Hier vielleicht? Raumschlacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Oh, da Abfangjagd. Da ist er sogar in Rot. Mark 6 Abfangjäger neutralisieren. Ab geht's. Demnach müsste die Quest schon ein bisschen anspruchsvoller sein. Und da gibt es auf jeden Fall noch... Oh! Ach, nur 60 Stück, geht ja. Aber gut, 3 Minuten 30 Zeit ist relativ knapp, würde ich fast schon sagen. Aber macht ja nichts. Kann ich diese Dinge eigentlich nur aufspalten? Diese Asteroiden? Dinger, genau. Oh mein Gott. Ich finde da immer witzig, wie geschmeidig die da durchfliegen in so Filmen teilweise auch. Erwischt. Das ist ein Riesenhaufen Asteroiden. Oh, ich sollte mich mal öfter drehen, um auszuweichen. Ich vergesse es immer. Hui. Wo soll ich denn hin? Wann kommen denn die Mark 6? Obwohl, da sind alle Mark 6, sehe ich gerade. Witzig. Da guckst du, ne? Ich dachte nur, weil die am Anfang so doll markiert waren, noch extra. Ihr seid schon wach, oder? Ja. Oh, es ruckelt krass. Die Felsen sind zu dick. Ja, toll. Hallo? Ah, da sind sie. Und mehr als die Hälfte der Zeit und schon die Hälfte der Jäger platt. Seht ihr diese Asteroiden? Nein. Wovon redet er? Zerstörer auf den Sensoren. Ja, super. Oh, Bonusmission, Geschütze. Geil. Alles ist Mark 6 Abfangjäger, ey. Mark 6. Ja, noch einer. Oh, da kommen ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele. Eine riesige Ruckeleinlage, wie man jetzt sieht. Oder man sieht jetzt ehrlich gesagt gar nichts mehr. Komm. Was ist schlecht? Dass ich jetzt andauernd getroffen werde? Quatsch doch nicht. Ich glaube, diese Geschütze, die hätte ich direkt ausradieren müssen an dem Schlachtschiff gerade. Ich glaube nicht, dass hier nochmal welche kommen. Das war fies. Hatte man nur eine Chance, hätte ich doch alle meine Raketen reinballern können. Toll.
Doch, da ist er. Ich fliege noch einmal drauf zu. Geil. Und ich weiß gar nicht, was passiert, wenn mein Schiff explodiert. Ist doch bisher noch nicht geschehen. Geschieht. Geschietet. Das ist unsere Chance. Zerstört das Ding. Ja, komm, dann lass mich doch mal ran jetzt. Schieß doch die Raketen ab, Mann. Oh, sauber. Alle weg. Ausweichmanöver. Noch 14 Sekunden. Bäm. Explodiert. Zwei Raketen noch. Und es dreht sich gerade krass. Oh. Was ist das denn? Ein Strahlenlader zweiten Grades. Oh. Ausprobieren. Ich glaube, das Fach ist noch leer in meinem Raumschiff. Müssen wir am besten so hin und direkt installieren. Oh, da habe ich's. Belohnung. Boah, geil, Level Up. Okay, da kümmere ich mich, glaube ich, jetzt schon drum. Na gut. Gravitationsgeschoss. Feuert ein Geschoss ab, das beim Ziel einen Gravitationsstrudel auslöst, der 493 bis 541 Kinect-Schaden verursacht. Und die Rüstung des Ziels zerschmettert. Gut, nehme ich. Das. Och, guck mal, da ist er. Gravitationsgeschoss und Erschütterungsgeschoss. Ich habe so viele Geschosse. Und jetzt mal eben gucken, mein Schiff. Wo soll es hin? Ich drücke einfach mal rechte Maustaste. Ah, geil. Jetzt nur noch Operation Sengendes Licht. Die Operation Sengendes Licht. Wo finde ich diese denn? Das war gerade die Abfangjagd. Jetzt suche ich mir wieder einen heißen, wie vorhin auch. Habe ich schon. Ich glaube dann doch hier. Ah, hier ist ja auch noch eine. Flottenaktion. Ja, was ist denn los hier? Wahrscheinlich steht auch bei, wo diese Mission ist. Hätte ich vielleicht gucken sollen. Toll. Toll. Weltraumeinsätze verfügbar. Weltraumeinsätze verfügbar. Da auch. Da nicht. Da. Hier. Flottenaktion. Außenposten. Ey, Alter. Was ist denn los? Schauen wir mal. Ach, guck mal. Schließe Mission. Außenposten ab und jawohl, Flottenaktion. Ah. Witzig. Achso, das ist eine Mission, die ich schon hatte. Hm, soll ich die nur einmal durchführen? Ja, ich würde sagen schon. Und zwar beginnen wir damit auch direkt den nächsten Part.